Wir hatten gestern Grace Jones mit einem Kollegen am Mischpult, der das zum ersten Mal gemacht hat, 3 Stunden Multiplex gehört hat und einen Sound hingelegt hat, das war unbeschreiblich. Das war exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe, der Grund, warum Soundscape so funktioniert hat. Das hat er gestern gemacht. And it was like, for me, it was very open, very transparent, very nice depth, but still it was sounding right in the face and not aggressive. And yeah, I'm very extremely happy. Instead of like with the left-right PA, it's always something you have to search for. If there's room. With Soundscape, you have room. Okay. You have a lot of room. Ich denke, dass man schon damit eine Show auf eine andere Qualitätsebene heben kann. Ne? Und das ist ja schon irgendwie ein interessanter Ansatz. Also auch für den Kreativen ein interessanter Ansatz. Und das ist eine Sache, die sich über das Immersive-System so ein bisschen von alleine mischt, fast. Weil halt das menschliche Ohr dann sagt, ich höre mir jetzt das Keyboard an oder die Gitarre an. Also ich glaube, vom Endergebnis, von der Arbeit am Ende, vom eigentlichen Mischen wird es einfacher. Ich merke auch, dass es vom Hören einfacher wird. Und ich weiß ja genau, was ich jeden Abend höre. Und jetzt höre ich halt was anderes. Und das ist schon so ein bisschen so, da fällt kurz die Kinnlade runter und man denkt, wow, das ist aber genauso, wie man das haben möchte. Es geht schlussendlich bei Immersive ja auch darum, dass eben halt jeder Zuschauerplatz so viele wie möglich Lautsprecher erfährt und auch mithören kann. Und das wird gerade durch diese Viererklasse natürlich extrem unterstützt. Mehrwert allein in der emotionalen Seite von dem, was von der Bühne her geboten wird, ist für mich auch riesig, weil es sehr subtil an vielen Stellen trotzdem dazu führt, dass das Gesamterlebnis deutlich größer erscheint. Der Benefit darin ist eben, dass wenn wir hingehen und die Lautsprechersysteme so verteilen, breit über die Bühne, können wir halt für jeden Zuhörer im Publikum die richtige Ordnung herstellen. Mit so einem immersiven System, ja, das zieht dich halt eben in die Bühne rein. Dadurch, dass wir die Ortung halt haben, dass wir jedes Instrument von da hören, wo es passiert, schauen wir auch automatisch dahin. Für unseren Kopf ist das eben viel einfacher, Sachen wahrzunehmen oder zu verarbeiten. Der Kopf versucht ja immer, oder unser Gehirn versucht immer, übereinander zu bringen, was wir sehen und was wir hören. Aber es ist doch einfach wirklich räumlicher. Es ist, sagen wir, mittendrin statt nur dabei. Der Grundgedanke war, endlich mal abzubilden, was auf der Bühne passiert akustisch. Ja. Ja? Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, auch über die Reaktionen der einzelnen Mischer. Ja. The Soundscape System is the future of audio. And it's being introduced, at least to me, by the company that has introduced every major PA advancement since my career started, and that's D&B. Ja, ich meine, jeder von den FOH-Leuten trägt ja auch eine große Verantwortung, ne? Und am Ende muss ja die Produktion und das Management und die FOH-Leute zusammen entscheiden, den Weg überhaupt zu gehen. Und der muss halt einen Input zu geben und zu sagen, ja, ich bin sicher, das funktioniert und ich mache das. Ne? Und da ist es natürlich wichtig, dass sie das vorher mal ausprobieren. Es gibt im Pult auch ein paar Sachen vorzubereiten, die man halt wissen sollte, weil wir gehen ja nicht mehr klassisch mit einem Links-Rechts-Mix in das System, sondern mit Direct-Outs oder mit einzelnen Bussen. Wie gesagt, das funktioniert halt sehr gut. Ne? Die Lokalisation, ne? Egal wo man sich eben gerade befindet, man halt immer das richtige Image. Ne? Man hört alles immer aus der Richtung da, wo es tatsächlich passiert. Ne? Bei Dingen, die hingehen und wirklich die Objekte auf die, hart auf die Instrumente halt beziehen. Ne? Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir jetzt ein Gesamtkunstwerk bilden. Also es ist nicht nur Licht, Ton und irgendwas, sondern das wird jetzt ein Gewerk, das wird eine komplette Entertainment-Maschine. I heard Slave to the Rhythm and I've been using that track to soundcheck the PA for years and years. Okay. And today is the first time that I hear my mix in Soundscape. I knew before that that Soundscape is object-based, so I tried to optimize each object because there's no way that you can blend things together. So everything has to sound right from the channel point of view. Idealerweise ist jeder einzelne Kanal eine individuelle Quelle im Soundscape. Jetzt kann man sich natürlich Sachen vereinfachen und es macht hin und wieder auch natürlich auch einen logischen Sinn, zum Beispiel die Bassdrum-Kanäle von einer Bassdrum zusammenzufassen. Aber wenn man sich überlegt, dass man genau verschiedene Mikrofonpositionen hat, dann verliert man eben diese Auflösung. Ja? Das ist immer sicherlich eine Frage der Anwendung und was man damit machen will. Aber idealerweise hat man alles auf individuellen Quellen. Über Sektrack hat man jetzt halt die Möglichkeit, wirklich die Künstler zu verfolgen
ohne sie zu sehen. Und das ist das Spannende und das Aha-Erlebnis, was ich auch gestern Abend hatte. Das ist eigentlich ziemlich einfach, das aufzusetzen. Man trägt die IP ein. Man muss natürlich sich mit dem Sektrack auseinandersetzen. Explain the guitar player, you know, everywhere you will stand, you can see, there's Louis. Because you can hear him always from the same position. Weil es ist der Schritt zurück zur Natur. Weil wir können jetzt wieder Instrumente da hören, wo sie stehen. Wir stehen gerade an dem Punkt, wo damals die Beatles standen, als sie das Schlagzeug nach links gemischt haben und die Vocals nach rechts. Würde heute keiner mehr machen. Ja, und wenn du denen damals erzählt hättest, dass es irgendwann mal sowas wie Direct Note Access gibt oder Music Rebalance, dann hätten die gesagt, ja, träum weiter. Aber das ist die Realität, die wir aktuell haben. Das Besondere hier ist, dass wir so verschiedene Bands haben, mit äußerst verschiedenen Menschen, mit auch verschiedenen Technikern. Zu sehen, dass wir diesen Technikern ermöglichen, einen viel überwältigenden Mix abzuliefern, die Leute zu beeindrucken und halt diese Barriere zwischen Publikum und Intention des Künstlers zu reduzieren, das ist eine wohltuende Feststellung. So I think we added that third dimension as well. Yeah. So it would be easier to place the objects, the sound, where we want. Yeah. I think this has a potential to be good on every single genre of music. I can see that working everywhere. It takes a bit time maybe, but long term I clearly see that in classical music for obvious reasons. And of space and you know the dimension of the orchestra and the sound. But I don't see why not to use it on a pop gig. Especially nowadays with the new generations, there's a lot of playback tracks. So it's easier to place them and it will make our life easier. And for the listeners, it would be more of a pleasure. We should be as transparent as possible as sound. And I think we have been very transparent tonight. And because of that, they enjoyed the band and the act the most. Therefore, yes, I think that's one of the reasons is because of the immersive sound. Ich habe eine Menge Feedback bekommen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind bekannt und eigentlich gut reputiert für unseren Sound. Das wissen die Artists, die woher auch immer kommen. Und dieses Jahr war das Feedback enorm und es war auch zum Teil überraschend, weil einige ja noch nicht mit dem System gearbeitet haben und sagten mir nach der Show, grandios.